Sehr schön. Ich darf den Anlass quasi beenden mit den Open Source Awards. Ich möchte kurz etwas dazu erzählen, was dieses Jahr etwas anders ist. Wir haben das letztes Jahr angekündigt. Wir haben gemerkt in den vergangenen Jahren, dass es nicht ganz einfach ist, genügend Open Source Software Applikationen zu bekommen für die Awards. Die Schweiz ist halt nichtsdestotrotz relativ klein. Und auch nachdem wir den Fokus mal auf Europa quasi ausgebreitet haben, oder im Prinzip hatten wir fast keine Restriktion mehr, was Länder betrifft, das hat uns ein paar Awards oder Bewerbungen mehr gebracht. Wir werden heute auch eine oder zwei sehen, die aus dem Ausland kommen. Aber es hat nicht großartig mehr Bewerbungen gebracht. Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir teilweise etwas Nachholbedarf haben in Kommunikation. Wir versuchen da noch etwas besser zu werden. Aber wir haben letztes Jahr ganz klar gesehen, dass wir zwei Tendenzen haben. Wir haben nämlich sehr viele oder regelmäßig Eingaben gehabt von Firmen, die begonnen haben, Open Source anzuwenden intern und die das gerne auch etwas showcasen wollte. Und bis jetzt hat die Jury eigentlich immer gesagt, das können wir nicht prämieren, weil das war nicht Sinn und Zweck des Open Source Awards. Es ging wirklich um klassische Softwareentwicklung, Projekte, Leute, die wirklich Software geschrieben haben. Und letztes Jahr haben wir gesagt, wir werden das in diesem Jahr ändern. Das haben wir jetzt gemacht. Wir haben heute zwei neue Awards. Der erste ist effektiv, dass wir sagen, wir prämieren Firmen, die Open Source anwenden, die im Idealfall proprietäre Systeme ablösen und zeigen, damit dass man da wirklich Geld sparen kann, damit, dass man da wirklich Erfolg haben kann, damit das auch etwas Werbung macht für Open Source im kommerziellen Umfeld. Ich denke, der Tag heute, der war ein sehr gutes Beispiel, dass das zunehmend die Norm wird, aber es gibt halt immer noch so Domänen, wo proprietäre Systeme quasi ein de facto Standard sind und sehr stark verbreitet sind. Teilweise ist es auch sehr, sehr schwierig, gegen interne politische Organisationen anzukämpfen und Leute zu überzeugen, dass man eben nicht zwingend ein Microsoft Office im Einsatz haben muss, als Beispiel. Und dann haben wir eine zweite Tendenz gesehen, das ist sicher verwandt mit dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Wir haben immer mehr Open Data Geschichten. Und bei Open Data und Open Source ist die Grenze oftmals etwas fließend. Es gibt viele Open Data Projekte, die auf Open Source aufbauen. Es gibt Open Source, die Open Data verwendet. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen auch das zunehmend berücksichtigen. Und dieses Jahr werden wir auch einen CH Open Source Open Data Award verleihen. Matthias hat mich vorhin darauf hingewiesen, dass wir da nochmal ein wahrscheinlich konsequenteres Wording definieren müssen. Das werden wir uns dann nach diesem Anlass überlegen. Heute sind alle Awards noch als CH Open Source Awards gebrandet, egal für welche Kategorie wir es quasi vergeben. Dann werden wir heute wieder einen Award sehen, den ich, glaube ich, vor zwei Jahren das erste Mal verleihen durfte. Das ist nämlich der Champions in Open Source Award. Dort wollen wir Leute prämieren, wo wir sehen, die haben im Kleinen als Einzelpersonen extrem viel in die Community gegeben. Die sind extrem aktiv auf GitHub oder was auch immer. Die haben wirklich in ihrer Freizeit sehr viel Zeit investiert und geben quasi von Anfang an Dinge zurück. Das sind oftmals auch junge Leute, die mit dem aufgewachsen sind, die kennen gar nichts anderes. Vor zwei Jahren war es ein altgedienter Softwareentwickler, der den Award gekriegt hat, und heute werden wir da etwas eine andere Richtung gehen. Aber wir wollen quasi auch zeigen, dass auch Einzelpersonen effektiv einen Impact haben, dass die beeindruckend viel leisten können, dass man nicht zwingend von einer großen Firma wie SUSE, Red Hat oder was auch immer sein muss, um einen Impact zu haben in Open Source. Also das gibt euch mal so etwas einen Überblick von, was wir sehen werden heute. Ich möchte jetzt quasi nach dieser Liste durch die Eingaben gehen. Ich glaube, das war mehr oder weniger die Liste, wie sie zufälligerweise bei LibreOffice rauskam, also ohne irgendwelche Logik momentan, soviel ich weiß. Wenn jemand vom Projekt da ist, ich glaube, die meisten sollten da sein, zumindest haben die meisten gesagt, es ist jemand da, werde ich kurz fragen. Es wäre sehr cool, wenn ihr selber etwas dazu erzählen könnt, weil ihr könnt besser kurz sagen, was ihr überhaupt macht. Ich habe hier ein Mikrofon, bitte das zuerst holen, weil wir nehmen das Ganze auf, dann kann man auch im Internet noch nachschauen, was es genau gab. Und deshalb möchte ich gleich anfangen.
Und ich hoffe, ich betone den Nachnamen richtig, mit Florian Bruin von Qt Browser. Das bist du, genau. Vielleicht kannst du ein paar Worte sagen dazu. Ja, kann ich durchaus machen. Qt Browser ist ein minimaler Webbrowser, der zwar schon grafisch ist, aber eigentlich möglichst wenig anzeigt, außer die Webseite und so ein bisschen minimales User Interface, der außerdem komplett mit der Tastatur steuerbar sein soll. Das Ganze gibt es jetzt etwa seit 3 Jahren mit um die 100 Leute, die was beigetragen haben, wahrscheinlich ein paar 100 Leute, die es benutzen. Jetzt vor dem Studium konnte ich auch 2 Monate Vollzeit daran arbeiten, da kein Crowdfunding, was ziemlich gut gelaufen ist. Und ja, sicher nicht ein Projekt jetzt für jeden und jede, aber für einige Power-User, sage ich mal, durchaus ein interessantes Projekt. Vielen Dank. Was wir bei dir sehr beeindruckend fanden, war, wir sind so auf dem GitHub-Profil gewesen und haben mal die Commits angeschaut. Also ihr habt abartig viele Commits auf dem Teil. Weit mehr als große Open-Source-Projekte teilweise. Gestern Abend habe ich noch mal raufgeschaut. Ich glaube, 6 Stunden war es her, dass der letzte Commit war. Also sehr, sehr beeindruckend. Und ich hätte jetzt fast behauptet, bei so viel Commits hast du wahrscheinlich mehr User, als du denkst. Weil, außer du hast eine Metrik, ich weiß nicht, aber... Es sind nur Schätzungen. Okay. Ein paar hundert, vielleicht ein paar wenige tausend, sowas. Okay. Was für die Jury immer wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, wir versuchen quasi zu schauen, oder die Jury versucht zu schauen, ich bin da explizit ausgenommen, hat die Person oder die Gruppe es geschafft, eine Community zu bilden? Also haben wir wirklich Contributions von anderen Leuten? Ist es nicht nur eine One-Frau-One-Man-Show? Ist es effektiv eine Community, die mit einem gemeinsamen Ziel an etwas arbeitet? Und das ist bei dir definitiv der Fall. Schaut gerne mal auf deinen GitHub-Account, er ist verlinkt auf der Webseite. Gut, vielen Dank, Florian. Das nächste Projekt ist Inventix für ihr digitales Onboarding, das sie für die Raiffeisen gemacht haben. Sehr schön, dann gebe ich schnell das Mic hierher. Also ich bin stellvertretend hier von der Inventix auch für die Raiffeisen und für die CBFS. Und das Digital Onboarding ist eine Webanwendung, mit der sich Neukunden sich bei der Raiffeisen als Kunden registrieren können, also ein neues Konto eröffnen. Und das können sie von zu Hause aus machen, ohne dass sie bei einer Raiffeisen-Filiale vorbeischauen müssen. Und das Ganze haben wir eingereicht als eigentlich als Hoster, weil wir die ganze Umgebung mit möglichst viel Open-Source-Software deployed haben. Und falls ihr Interesse habt und anschauen möchtet, wie das aussieht, dann der Link ist, glaube ich, raiffeisenident.ch. Da seht ihr das. Ja. Auch verlinkt auf der Webseite von uns. Ja. Vielen Dank. Auch hier kurz Applaus. Genau, dann haben wir als nächstes Michael Stappelberg. Ist der da? Ich glaube, der ist aus dem Deutschen ursprünglich nicht da. Dort ging es um die Contributions speziell für den E3 Tiling Window Manager. Geht etwas in die Richtung von dem, was Florian macht, etwas, was mehr für Developer ist. Ist jetzt Nicola noch da? Der hat das letzte Mal so schön erklärt. Ich glaube, der ist weg. Kennst du ihn auch? Sag doch sonst, was es ist, weil ich habe ihn nicht. Also ich kenne den Entwickler nicht, aber ich habe das Projekt ein paar Jahre benutzt. Es ist ein Tiling Window Manager. Das heißt ein Ding, was halt Fenster verwaltet auf Linux. Das Spezielle daran ist eigentlich, dass der Bildschirm automatisch aufgeteilt wird in die Fenster und man nicht irgendwie von Hand Fenster rumschubst und vergrößert, sondern einfach bei 4 Fenstern zum Beispiel werden sie geviertelt angezeigt. Und mit etwas Gewöhnung arbeitet man damit meiner Meinung nach einiges effizienter halt als mit normalen Window-Managern. Vielen Dank. Ist bei vielen Developer im Einsatz und wenn ich mich nicht täusche, habe ich es mit Mr. Robot auch schon mal gesehen. Also mehr für die Nerd-Fraktion, aber sehr praktisch. Dann haben wir René Moser. Aha. Ich habe kein Gesicht von dir gekannt bis jetzt. Ist gewollt.
Hallo miteinander. Mein Projekt bezieht sich auf CloudStack und Ansible. Also wir betreiben eine Cloud, also auf Basis von CloudStack im Geschäft und automatisieren mit Ansible. Und die Schnittstelle dazu habe ich entwickelt in meiner Freizeit, weil der Bedarf da war. Und mittlerweile sind es ungefähr 30 Module, sogenannte Module in Ansible und sehr beliebt und ich glaube um die 20.000 Zeilen Code, die ich innerhalb von 1,5 Jahren geschrieben habe. Und das ist jetzt upstream, so ich verstanden Das habe. Ist offiziell in Ansible, also wenn man Ansible installiert, kommt das mit. Ich bin auch mittlerweile Ansible Core Developer, obwohl ich nicht bei Ansible angestellt bin. Ich habe auch Commit-Rechte bekommen, weil ich so viel contributed habe. Super, vielen Dank. Bei der Jury wurde hier speziell wirklich eben gewürdigt, dass René es geschafft hat von, ich denke, es war wirklich dein Side-Project quasi, das in Ansible reinzukriegen. Das ist ja das, was eben viele Firmen, das hat man, glaube ich, bei einigen Präsentationen heute gesehen, das schaffen viele Firmen nicht, dass man dann wirklich etwas zurückgibt. Und du hast es geschafft, dass das jetzt wirklich in Ansible drin ist und dort geschippt wird. Und wir waren zuerst etwas enttäuscht, weil ich habe dann die Commits angeschaut von dir und ich so, der macht ja gar nichts. Bis wir dann festgestellt haben, das ist, weil du eben direkt ins Ansible reinkommittest in dem Sinn. Dort läuft die ganze Action heute. Genau. Vielen Dank. Dann haben wir Puzzle und VSHN für Apuio, das haben wir heute gesehen. Genau, sag doch noch schnell einmal etwas. Ja, wir haben es ja heute vorstellen können, Apuio, die nicht da waren. Ich bin nachher sicher noch ein paar Bier hier, also Fragen stellen oder wie es Dömo auch erwähnt hat, hands-on an einem Tech-Lab, alle Infos auf apuio.ch oder puzzle.ch oder wohl vision.ch, genau. Ja. Super, vielen Dank. Auch hier. Dann als nächstes haben wir Wire Messenger. Ist da jemand da? Offenbar nicht. Kennt das Ding jemand? Gut, dann sagst du etwas, weil ich kenne es nicht. Also ich habe es kennen, ich habe es einfach mal installiert, aber scheinbar bin ich der Einzige. Es ist fast wie WhatsApp, also mittlerweile auch end-to-end verschlüsselt. Und ich glaube, die Entwickler sind zum Teil von Skype, glaube ich, oder Leute, Ehemals die da Skype, angefangen genau. haben. Und eigentlich das coolste Feature, das ich gesehen habe, ist, man kann irgendetwas zeichnen und verschicken. Ja. Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Danke. Ich glaube, was wir noch gesehen haben, war, dass es explizit auch als Schweizer Firma propagiert wird, nicht zuletzt in Bezug auf Überwachungsproblematik. Ob es was genützt hat nach der letzten Abstimmung, weiß ich nicht. Aber das war zumindest die Idee. Und der Client, also das, was auf Android oder iOS läuft, der ist Open Source auf GitHub. Für den Server war das allerdings nicht der Fall, so wie ich das gesehen habe. Dann als nächstes Projekt in eine ähnliche Richtung, Pretty Easy Privacy. Haben wir da jemand hier? Aha, sehr schön. Hallo. Ich bin auch stellvertretend für die PEP-Stiftung hier. Ich bin offiziell nur Teil der PEP Security Luxemburg und Schweiz. Das sind die zwei Unternehmen, die sich rund um die Stiftung formiert haben. PEP hat sich zum Ziel gesetzt, die geschriebene Kommunikation, den Default für die geschriebene Kommunikation umzudrehen von unverschlüsselt zu verschlüsselt. Dazu wurde viel Technologie entwickelt die letzten 3 Jahre, jetzt immer noch weiter. Sehr bald gibt es die nächsten Releases, sehr bald steht Enigmail an, die neuen Android-Releases kommen, iOS wird kommen und noch ein paar andere Dinge. Und sieht soweit gut aus, dass wir den Default tatsächlich auch umdrehen können, irgendwann in den nächsten paar Jahren. Wenn ich es richtig verstanden habe, baut ihr quasi auf bestehenden Standards auf, wie PGP? Ausschließlich, ja. Aber ihr versucht also quasi... Im Grunde, wir sehen PEP nicht als Krypto-Projekt, sondern als Usability-Projekt. Also wir machen Kryptographie benutzbar.
indem wir sie komplett automatisieren. Es gibt gute Kryptographie, die muss man nicht erfinden. Und deswegen abstrahieren wir Transportsysteme plus Kryptographie, was unterm Strich bedeutet, mit den PEP Messengern oder den PEP Plugins oder den Extensions ist man in Zukunft in der Lage, über alle Channels, die man auf seinen Geräten hat, in puncto Written Communication, dass man die alle konvergent nutzen kann. Also Beispiel, ich schreibe eine Twitter-Nachricht aus meinem Outlook und eine Twitter-Private-Message und mein Kontakt liest sie über Gmail, übers Web, als Beispiel. Es ist schwierig, um sich das vorzustellen, aber technisch möglich. Der Use Case ist total bescheuert, aber es geht. Also ich kann effektiv Protokoll und Service übergreifend... Genau. Also ich kann das natürlich technisch durchaus genauer erläutern. Der Punkt ist der, ich kann es entweder ganz kurz oder mindestens eine Stunde lang beschreiben. Und das war jetzt die kurze Variante und die Stunde, die müsste man vielleicht dann anhängen oder so. Weil es ist ziemlich komplex und ziemlich umfangreich und wir arbeiten da jetzt schon eine Weile dran mit einem relativ großen Team bereits. Wir sind ein reines Startup, machen noch keine Revenues, sind mit rund 30 Leuten weltweit schon aktiv und gehen jetzt dann bald mal auf den Markt. Also wir sind jetzt quasi in den Startlöchern. Ende diesen Monats wird Enigmail PEP vorgestellt am Motzfest in London. Das heißt, November, Dezember kommt die nächste Enigmail-Version für Thunderbird. Die wird dann PEP sein. Nächstes Jahr sollte die nächste Thunderbird-Beta sollte Enigmail als Standard mitliefern. Und so kommt eines nach dem anderen. Das sind dann jede Menge User, die auf PEP aufsteigen. Jedoch alles kostenlose User, also das Freemium-Modell. Das Ziel ist jedoch, dass die, und das ist das Ziel der Stiftung übrigens, also ich komme aus den Firmen, wir kommerzialisieren das ganze Konzept. Die Stiftung hat das Ziel, die Verbreitung zu fördern, ausschließlich. Die Monetarisierung ist nicht Teil der Stiftung, das machen die Firmen. Das heißt, das Ziel ist Verbreitung. Somit ist das Ziel, möglichst in viele Produkte reinzukommen. Das heißt, die Leute müssen sich nicht an eine neue Technologie gewöhnen, sondern sie nutzen nach wie vor ihr E-Mail, ihr WhatsApp, ihr was auch immer. Und PEP automatisiert die Kryptographie. Mit dem nötigen Spread werden wir GNUnet aktivieren. Und GNUnet bedeutet dann komplette Anonymisierung. Dann tauschen wir unsere Nachrichten über ein Tor-ähnliches Netzwerk aus. Ohne jegliche Möglichkeit mitzulesen, keine Metadaten, gar nichts. Und das ist dann das höchste der Gefühle. Und dann, spätestens dann haben wir es geschafft. Super, herzlichen Dank. Wir fanden es nicht einfach zu verstehen, was ihr alles macht. Und ich habe jetzt schon wieder etwas gelernt. Ich denke, das wird eure Herausforderung sein und ich denke, wir haben einen ersten Vortrag für nächstes Jahr oder so. Wir schweigen es grundsätzlich, weil die Details sind nicht relevant. Okay. Also wir wollen, dass die Leute einsetzen und okay. Das spüren. Aber es wäre ein super schöner Report so quasi nächstes Jahr, wäre eine gute Idee für den Vortrag sonst. Werde ich garantiert machen. Sehr schön. Gut, vielen Dank. Dann haben wir Studer und Reimann für das Ilias Live Voting. Das haben, glaube ich, alle heute schon mal in Action gesehen. Ich habe gedacht, das vereinfacht es massiv. Ja, vielen Dank. Wie gerade gesagt wurde, eben Live-Voting wurde heute auch schon eingesetzt. Live-Voting ist entstanden in der Hochschulwelt, um eigentlich diese Tendenz, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, nämlich viele Dinge aus der Lehre rauszunehmen und aufs LMS zu verlagern und möglichst dezentral arbeiten zu können, wieder ein bisschen umzukehren. Nämlich das LMS wieder zurück in die Lehre zu holen, zurück in den Vorlesungssaal. Und das ist genau dort, wo Live-Voting als Open-Source-Projekt einsetzt, dass man eben das LMS, das sonst draußen eingesetzt wird, auch wieder in Vorlesungssälen mit mehreren hundert Studierenden einsetzen kann, um da eben die Schnittstelle wieder hinzukriegen, dass man da die Verbindung wieder hinkriegt. Live-Voting, wie gesagt, entstanden in der Hochschulwelt, unterdessen aber eben auch in der Unternehmenswelt einsetzbar für Workshops, um in vielleicht größeren Workshop-Gruppen schnell Informationen zurückzuholen, zu zentralisieren und sichtbar zu machen, damit man auf diesen Ergebnissen dann eben aufbauen kann in der Diskussion. Und auch hier eben, wie bei vielen anderen Produkten, die wir betreuen,
war natürlich maßgeblich das Interesse da, das wieder zur Verfügung zu stellen. Deshalb Live-Voting unter GPL Version 3 auch veröffentlicht, damit das eben auch eingesetzt werden kann, weiterentwickelt werden kann, auch bei anderen Institutionen, die ILIAS als LMS einsetzen. Eine Frage. Student, aber LMS? Learning Management System. Also ILIAS, Moodle, diverse andere. Und hier, genau, ich gebe das Wort noch kurz an David Graf von der Uni Bern, der das aus Anwendersicht entsprechend auch kennt. Genau, und zwar wird das wirklich häufig eingesetzt von unseren Dozierenden. Das heißt, wenn ich irgendeine Schulung mache, eine E-Learning-Schulung in einem Institut, dann ist Live-Voting das, was am ehesten hängen bleibt, weil es löst eigentlich die zwei größten Probleme von so großen Vorlesungen. Einerseits, die Studis sind normalerweise immer passiv und 90 Minuten nur passiv, da bleibt wenig hängen. Das heißt, sie werden auch aktiv dann zur Verarbeitung des Wissens angeregt. Und zweitens, sowohl die Dozierenden als auch der Student oder die Studentin kriegen eine Rückmeldung, der Dozent, die Dozentin, haben denn die Leute verstanden, was ich denn hier gesagt habe oder war das alles Bahnhof für die? Und ich als Dozent weiß, ist das angekommen, was ich gesagt habe, muss ich das eventuell nochmals wiederholen? Also wirklich eines der Dinge, die sich leicht in der Hochschule auch verkaufen lassen. Vielen Dank. Eben, und das Ganze ist integriert in ILIAS, so ich das verstanden habe. Also wird dort jetzt auch gepflegt und verbreitet. Super, vielen Dank. Dann haben wir als nächstes Guillaume Varre, wahrscheinlich. Ich glaube, der ist nicht da, ich glaube, der war von Belgien. Guillaume hat sich mit Tiny File Dialogs beworben. Ich musste zuerst mal überlegen, was das ist. Wir haben es dann angeschaut und das ist sehr lustig. Der hat so Standard-File-Dialoge implementiert, die man immer und immer wieder sieht. Also Dinge, die man gar nicht mehr wahrnimmt, wenn man einen Computer bedient, nämlich File Open, File Save As und so weiter. Eine ganze Reihe von solchen Dialogen. Und die sind sehr klein, die sind sehr generisch. Er hat irgendwie Bindings in allem, was man sich irgendwie vorstellen kann an Programmiersprachen. Und interessanterweise werden die auch ziemlich stark verwendet. Also Mozilla verwendet die zum Beispiel teilweise in ihren Produkten. Dass eben auch eine Einzelperson macht irgendetwas, im Prinzip Triviales, wenn man darüber nachdenkt. Aber was man nicht selber schreiben muss, kriegt man dann halt quasi so gepflegt. Ich glaube, die einzige Hürde, die er hat, ist, dass er noch SourceForge verwendet. Das ist auch interessant zu sehen, wie sich das geändert hat. Wo ich in die Open-Source-Welt reinkam, gab es SourceForge noch gar nicht und dann war es quasi der de facto Standard. Und heute bemitleide ich ein Projekt schon fast. Und ich habe dann auch versucht herauszufinden, warum er SourceForge verwendet. Und die Aussage war, dass sehe ich, wie viele Leute es runterladen. Irgendwie scheint das bei GitHub nicht gleich zu funktionieren. Aber auch ein lustiges Projekt, wo eine Einzelperson etwas macht, das sehr stark portabel ist und sehr stark wiederverwendet wird von vielen verschiedenen Gruppen. Dann als nächstes Leap mit dem Drupal Starter Kit. Wer ist noch da von Leap? Ah ja, genau. Ja, wir haben praktisch alle das... Läuft das? Ja, ja, den Vortrag von Hannes gesehen, aber es ist einfach ein Starter-Kit mit Drupal CMS Core drin und eine Integration der Standard-Style-Guide, Web-Style-Guide des Bundes und die ganze Konfiguration von Menüs, Sprachen und so weiter raus. Alles ready, alles bereit für Agenturen und Bund, wie sagt man, Ämter. Merci beaucoup. Wo ist es im Einsatz aktuell? Nirgendwo. Ah, okay. Das war wirklich so, wir machen es mal effektiv, wir machen es mal. Okay, super. Vielen Dank. Wir fanden das interessant, weil standardmäßig ist so Open Source, man macht irgendwelchen Source Code und hier haben wir halt mal etwas anderes, ein Design, ein CI, etwas anderes, das man auch zur Verfügung stellt, wo man erst überlegt, wie groß der Aufwand ist, wenn man es mal kopieren muss. Das kam ganz klar gut drüber bei Hannes. Ich kann da sehr viel nachvollziehen. Ich habe diese Schmerzen auch erlebt. Interessanter Ansatz, auch solche Dinge zu sharen.
Gut, und dann gibt es eine Kombi, das Bundesarchiv und LIB. Und da übergebe ich Jean-Luc, den ich schon entdeckt habe, für opendata.swiss. Okay, also danke. Ich bin Stellvertreter vom Auftraggeber in diesem Projekt opendata.swiss beim Bundesarchiv. Ich bin auch Leiter IT dort. Und ich kann einiges sagen über die Entwicklung der Lösung. Es wurde eine Ausschreibung gemacht mit einer technische Anforderung, diese Lösung musste mit der Produkt SICAN, das ist eine Open-Software-Lösung, entwickelt werden. Das war unsere einzige technische Anforderung in der Richtung von Open Source. Und zum Glück hat LIB entschieden, das weiter mit anderen zwei offenen Open-Produkten mal zu entwickeln, so Drupal und Diskurs. Und ich denke, das war eine gute Kombination auch für Open Data. Wie wurde gesagt, Open Data hat zum Glück gute Verbindungen mit Open Source. Es gibt viele Anwendungen, die als Prototyp zurzeit noch kommen, und das befriedigt uns stark in dieser Richtung. Also, danke sehr. Vielen Dank. OpenData.swiss ist wirklich das Portal für Swiss Government Data heute. Ihr werdet dort bereits sehr viele offene Daten finden. Also schaut euch das mal an, wenn ihr das noch nie verwendet habt. Dann haben wir, jetzt muss ich überlegen, was betont, Clockhand Tech. Haben wir da jemand hier? Die scheint es nicht geschafft zu haben. Das war ein Projekt, das die Jury sehr spannend fand, aber heute auch etwas schwer zu verstehen. Ich versuche zu paraphrasieren, was ich verstanden habe. Wir haben Projekte wie OpenStreetMap und wir wollen von den Daten, die dort gepflegt werden, von diesen Vektordaten, wollen wir die binären Daten verwenden, die Bilder generieren, die wir dann verwenden in den Kartenlayer. Und das ist heute wahrscheinlich nicht ganz trivial, das Ganze zu generieren. Und dieses Projekt, so wie ich das verstanden habe, entstand das aus einem Projekt an der Fachhochschule Nordwestschweiz, wenn ich nicht völlig daneben. HSL, okay, jetzt habe ich es gerade, die zwei Varianten in diese Richtung vergeben. Das war wahrscheinlich ein Studentenprojekt dort oder eine Bachelor-Thesis. Weißt du etwas mehr zum Ganzen? Ja, war, glaube ich, eine Bachelorarbeit. Okay. Und die haben jetzt beschlossen, das quasi als Firma weiterzuführen. Klingt sehr, sehr spannend. Ich habe die GitHub-Geschichte mal angeschaut. Ich habe es nicht selber ausprobiert, aber könnte ein sehr spannendes Projekt werden für Leute, die auf OpenStreetMap eigene Karten generieren wollen, um irgendwelche Applikationen zu bauen. Gut, dann haben wir die SBB für Data SBB.ch. Da habe ich jemanden entdeckt, genau. Wie so üblich oder häufig ist für den Award nicht der da, der die eigentliche Arbeit gemacht hat. Das wäre Christian Traxel gewesen, der bei uns das mit viel Energie vorantreibt. Er ist gerade in den Ferien. Mein Name ist Bernhard Ritz, ich leite die digitale Transformation bei der SBB, und so gesehen ist das ein kleines Puzzlesteinchen in unserem Gesamtbild. Wir haben Ende letzten Jahres die Konzernleitung überzeugen können, da ein paar Gehversuche zu wagen, und sind im April oder Mai das erste Mal mit ein paar Datasets live gegangen und arbeiten jetzt eigentlich dauernd daran, das breiter zu machen. Das ist nicht abgesprochen, vor etwa 10 Minuten habe ich von Andreas Meyer eine Mail gekriegt, wann das nächste komme. Und er weiß nicht, dass ich da bin, also es interessiert bis ganz oben. Warum wir das tun, ist vielleicht noch eine Überlegung wert. Wir kommen ja schon genug in der Zeitung spontan und wir sind eher aus einer Kultur, die vielleicht früher militärisch geprägt war, also eher so need to know, als dass man da mit den Daten, die Daten einfach so rumverteilt. Einerseits wissen wir sind ein Unternehmen, das uns hier allen gehört, also geht es auch darum zu sehen, was man Volkswirtschaft und der Gemeinschaft zurückgeben kann. Und das andere ist, dass wir uns natürlich auch erhoffen, dass daraus Impulse entstehen, dass die Dinge Leute ausprobieren, Sachen, die wir auf der Innovationsseite auch wieder brauchen können. Viele kennen vielleicht den neuen Fahrplan, die neue Fahrplan-App, das SBB Mobile, das bald rauskommen wird. Dort ist das Coolste daran eigentlich,
wie man die Verbindung wählt, indem man da einfach von Kachel zu Kachel streift. Das haben nicht wir erfunden, das hat jemand anderes erfunden, der damals schon auf offenen Daten basiert hat. Und wir hoffen, dass noch ganz viele andere Ideen entstehen werden. Super, vielen Dank. Auch das spannend, was da von der Jury gewürdigt wurde, ist, dass man auf Dinge zugreifen kann, die bis jetzt wirklich halt nur firmenintern verfügbar waren. Einige Dinge sind sofort offensichtlich, dass es Sinn macht, sei diese Listen von allen Haltestellen. Andere Dinge muss man vielleicht zuerst überlegen, was man machen kann, zum Beispiel wie viele Sitzplätze in welchem Wagentyp es genau gibt. Aber da entstehen sehr lustige Dinge. Man sieht, dass in Hackathons Leute beginnen, die Daten zu interpretieren, Dinge anzubieten. Accessibility ist ein großes Thema, habe ich gesehen bei Hackathons. Kann ich irgendwie herausfinden, wo ich als Rollstuhlfahrer ohne fremde Hilfe bei der SBB ein- und aussteigen kann in den Zug? Das sind Dinge, die gehen heute nicht. Und ich denke, das sind Dinge, wo Open Data eben Innovation bringen kann, die sich für die SBB alleine wahrscheinlich schlicht und einfach nicht lohnt vom Aufwand her. Da dürfen wir auch gespannt sein, wie das weitergeht. Gut, dann Open Auditor. Da haben wir jemand, genau. Danke. Ja, Open Auditor ist dann wieder eher ein klassisches Open Source Projekt. Da wird Code geschrieben, der Open Source wird. Allerdings vom Anwendungsfall eher nicht ganz klassisch, denn im Gegensatz zu sehr vielen sind wir überhaupt nicht im IT-Bereich da jetzt tätig, sondern es handelt sich um eine Applikation für die regionale Vertragslandwirtschaft. Ganz kurz, was das ist, da geht es darum, Produzentinnen und Produzenten und Konsumentinnen zusammenzubringen und auf Vertragsbasis diese Produktion dieser landwirtschaftlichen Güter zu organisieren. Ihr kennt das vielleicht, so Gemüsekörbe, die da wöchentlich in die Haushalte geliefert werden. Davon gibt es in der Schweiz schon eine ganze Menge solcher Initiativen. Die sind oft relativ klein, halt auch vom Setup her, und haben alle ähnliche Bedürfnisse, sind aber zu klein, um eben eine Management-Applikation, die durchaus notwendig ist, alleine auf die Beine stellen zu können. Da sind wir dann gekommen und haben die Idee aufs Tapet gebracht, wollen wir das nicht als Open-Source-Plattformen konzipieren. Da sind wir relativ offene Türen eingerannt. Auf der einen Seite, weil halt vom Mindset her diese Leute schon in das Community-Denken schon sehr stark integriert haben. Der englische Begriff der Vertragslandwirtschaft ist auch Community-Supported Agriculture. Also da sind wir sehr nah. Wir haben die Idee schon länger gewälzt, wir haben dann vor etwas mehr als einem Jahr auch eine Finanzierung bewerkstelligen können, haben das begonnen und sind jetzt gerade daran, das bei den ersten Initiativen einzusetzen, produktiv, und sind auch schon international vernetzt. Das dauert natürlich eine Weile, aber haben gute Kontakte nach Italien, Deutschland, vor allem Belgien, Irland. Und hoffen, dass das auch dann weiterführend in Europa oder sonst wo eingesetzt wird. Ja, genau, das ist noch wichtig. Wir haben von Anfang an, also ich arbeite bei Tegonal, wir haben das umgesetzt, Softwareentwicklungsfirma hier in Bern, aber wir haben das Ganze von Anfang an als Verein strukturiert, also die Trägerschaft des Projekts ist ein Verein, wo Tegonal Mitglied ist, aber auch alle Initiativen, Vertragslandwirtschaftsinitiativen, die eben dieses Projekt oder dieses Produkt dann einsetzen und gemeinschaftlich zusammen dann als Community weiterentwickeln und weiterbringen. Und wie das logisch ist für solch eine Plattform, das müsste dann ja auch einige Jahre halten, oder? Die Leute wollen das dann auch benutzen und das ist ein längerfristiges Projekt. Was ich interessant fand, wir haben am Mittag kurz darüber gesprochen, wie ihr das quasi anstoßfinanziert habt. Fand ich ein interessanter Ansatz. Vielleicht kannst du da noch was sagen. Ja, genau. Die Finanzierung war natürlich ziemlich schwierig, weil eben diese Initiativen, die sind ja natürlich nicht gewinnorientiert. Das heißt, die verkaufen ihr Gemüse zu Einstandspreisen mehr oder weniger weiter an die Konsumentinnen. Höchstens die kleine Administration wird noch bezahlt und so. Dort, also
einen kleinen Beitrag können diese Initiativen leisten und der ist auch wichtig. So. Einen weiteren Beitrag können die Haushalte leisten, indem man sie anfragt, könnt ihr dieses Projekt unterstützen, also quasi crowdfunded, aber einfach ganz direkt. Das hat sehr gut funktioniert, also der Rücklauf war sehr gut. Es gibt viele Leute, die verstehen, um was es geht. Dann haben wir von Tegonal das einfach supported, indem wir einen Teil unserer Arbeitsleistung eingeschossen haben. Und dann auch, sehr wichtig, vom Bundesamt für Landwirtschaft haben wir eine sehr wichtige Förderung erhalten über die regionale Absatzförderung. Da gibt es einen Topf, wo sonst viele große Werbeprojekte finanziert werden. Und da sind wir eher am unteren Ende des der Mittel, die Sie sprechen. Und von dem her hat das ganz gut gepasst. Super, vielen Dank. Wir diskutieren ja fast jedes Jahr darüber, wie sich ein Projekt finanziert hat, und ich fand das sehr interessant, weil ich es als Außenstehender fand, die Jury es schwer zu verstehen, wie ihr das gemacht habt, und es ist sehr spannend zu sehen, dass es da eben durchaus Möglichkeiten gibt, außerhalb des klassisch kommerziellen Marktes zumindest mal eine Teilfinanzierung zu machen. Vielen Dank. Dann sind wir bei Engineerit, da haben wir jetzt eine Open Data Anwendung. Sehr schön. Ich bin Marc von Engineerit, der Mitgründer. Mein anderer Mitgründer ist heute auch vorbeigekommen. Wir haben eine App gemacht, aber ich glaube, es ist relativ einfach zu verstehen, weniger komplex als vielleicht andere Sachen. Es ist eine App, die basiert auf Open Data. Warum haben wir das gemacht? Wir sind eine Firma, die seit diesem Jahr operativ sind. Also wir sind eine junge Firma. Wir bringen aber Erfahrung mit, auch schon persönlich in anderen Bereichen. Unsere Expertise, die unsere Firma hat, ist Enterprise Software, also Sachen, die wir heute auch gehört haben, die verschiedenen Vorträge. Dann sind wir an einem Startup noch dran, wo wir aber im Moment noch überlegen, ob wir das lancieren oder nicht. Und was wir festgestellt haben in unserer vorhergehenden Tätigkeit und auch bei dem jetzigen Projekt, ist, dass eigentlich das Thema App wird immer mehr das Thema im Bereich Enterprise-Umfeld. Also man baut das System, Verwaltungssystem kann das sein, oder sonst ein größeres System für einen Kunden, irgendein Business-System. Und oft haben wir heute viel bessere Schnittstellen als früher, sind keine Monolithen mehr, sind offenere Systeme, oder respektive offen im Bereich Schnittstellen, Microservices etc. Und das macht es immer einfacher, um auch eine App zu connecten zu so einer Software. Und wir haben die Expertise nicht gehabt, und die Story ist jetzt eigentlich relativ simpel. Wir haben dann nach einem Anwendungsfall gesucht, wie wir auch beweisen sozusagen in unserem Portfolio, dass wir fähig sind, um Apps zu machen. Und haben nicht einfach irgendetwas erfinden und sind dann auf Open Data Zürich gekommen. Das ist auch ein Mitglied von Open Data Swiss, das ist auch in diesem Dachverband. Und haben dann dort nach einer Anwendung gesucht, nach Daten gesucht, die interessant könnten sein, und haben dann Realtime-Daten gefunden. Die Realtime-Daten sind vom Veloverleih Zürich, wo gratis ist. Also wenn ihr mal in Zürich sind, könnt ihr so ein Velo mieten. Das ist auch gratis, könnt ihr umfahren in Zürich damit. Und haben dann ein Gratis-App erstellt. Das ist ein Gratis-Abladen. Wir haben das auch, das hat uns niemand einen Auftrag gegeben dafür. Also wir sind auch selber, wie lieb vielleicht, wir sind selber aktiv geworden. Und haben das in App Store gestellt. Das gibt es für iOS und das gibt es für Android. Das könnt ihr abladen, wie gesagt, gratis. Und basiert vollständig auf Open Data. Genau. Cool, vielen Dank. Ich denke, das sind die Dinge, die Jean-Luc Gauchard vorhin erwähnt hat. Wir brauchen mehr Apps, die solche Dinge machen. Wir brauchen Apps, die Open Data wirklich verwenden. Und wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr noch mehr Eingaben in dem Bereich kriegen. Die Plattformen, die stehen jetzt müssen wir sie beginnen zu verwenden. Gut, dann von der Post ist wahrscheinlich jetzt niemand da. Da wurde kurzfristig abgesagt. Ich habe gehört, die haben irgendwie beschlossen, dass sie 600 Poststellen schließen. Jetzt ist dort wahrscheinlich etwas Land unter. Die Post hat sich beworben mit der erfolgreichen Migration von Oracle Enterprise Server auf MariaDB für ihre Point of Sales. Also, so wie wir das verstanden haben, geht es da wirklich um die Dinger in der Poststation. Ich glaube, vielleicht sagst du schnell was, weil du hast zumindest das Paper ganz gelesen. Ja, also es gibt jetzt in dem Sinn einfach ein gutes Beispiel, wie eine Open Source
Datenbank, eine proprietäre Datenbank ablösen kann. Im Detail müsste schon die Post Auskunft geben. Man kann das Ding nachlesen. Es ist letztlich eine komplexe Migration gewesen. Sie erklären auf einem zweiseitigen Factsheet, aber auch die technischen Schwierigkeiten, die Sie da haben, und die Lösungsansätze. Von dem her finde ich sehr spannend, dass eben mit Oracle quasi abgelöst werden konnte durch MariaDB. Und wir wissen ja alle, Larry Wall hat eine fette Yacht. Und das wird so sicher etwas schwieriger, das in Zukunft zu finanzieren. Die Post gibt jetzt wahrscheinlich etwas weniger Lizenzkosten an ihn. Gut, dann last but not least haben wir Suite CRM. Da ist, soviel ich weiß, jemand hier. Genau. Ja, vielen Dank. Suite CRM ist ein Projekt, was begonnen hat, ich glaube, vor 4 Jahren, nachdem sich Sugar CRM, das ist vielleicht ein Begriff, in der CE, also Community-Variante, entschieden hat zu sagen, man maintaint das nicht mehr weiter. Und Sugar CRM hat damals beschlossen, dass nur die Professional und die anderen kommerziellen Versionen weiterentwickelt werden. Das fand die Community nicht ganz so toll und hat sich dann entschlossen, ein neues Projekt zu öffnen, also ein Fork zu machen und das Ganze dann wortwitzreich Suite CRM zu nennen. Das Ganze ist aber mittlerweile kein Witz mehr. Es gibt weit über 500.000 Downloads von Suite CRM. Die Community von registrierten Usern dort ist mehr als 30.000, also schon doch durchaus gewichtig. Noch nicht ganz so gewichtig wie Drupal, WordPress oder andere. Trotz allem befinden wir uns wahrscheinlich noch in der Nische, denn die meisten Vorträge heute, was vollkommen okay ist, beschäftigen sich ja mit dem Thema Infrastruktur, OS. Suite CRM ist eine klassische Business-Applikation und in dem Bereich Business-Applikation, glaube ich, ist das Thema Open Source noch eine große Herausforderung. Wir wollen uns der stellen. Wir haben einige wenige Kunden auch in der Schweiz. Ich selbst komme aus Frankfurt von der Firma Diligent. Wir sind eigentlich Suite Code Contributor Partner von der ersten Stunde an, arbeiten ganz eng mit den Leuten von Sales Agility. Das sind die, die das Suite CRM providen und maintain zusammen. Also wir haben noch eine große Aufgabe, das Thema Open Source im Bereich Business-Applikationen zu verankern. Ich habe es übrigens auch gemerkt, nachdem ich mit ein paar Leuten hier gesprochen habe, dass sie mir gesagt haben, dass sie proprietäre Nicht-Open-Source-Software im Bereich CRM einsetzen. Also selbst hier gibt es ein großes Potenzial. Was ich gern mit Ihnen auch erschließen möchte, Suite CRM ist Open Source, wird Open Source bleiben im Bereich CRM und ist, glaube ich, eines der erfolgreichsten Systeme, die da unterwegs sind. Trotzdem noch zu klein, um, ich sag mal, ein Selbstläufer zu sein. Darum sind wir hier und fühlen uns auch sehr wohl. Super. Vielen Dank. Ich denke, das war ein interessantes Beispiel, weil wo die Bewerbung reinkam, war mein Gedanke zuerst Suite CRM, Konkurrenz von Sugar CRM, und dann plötzlich habe ich auf Wikipedia nachgelesen und so, alles klar. Man sieht oft, dass irgendeine Firma irgendwann mal beschließt, wir machen jetzt nicht mehr Open Source. Wenn sie quasi das Ding alleine gebaut haben, dann ist es auch mehr oder weniger einfach, das Ganze zu schließen. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt kann das durchaus passieren. Und ihr habt das, glaube ich, quasi jetzt unmöglich gemacht. Es ist alles AGPL, so wie ich gesehen habe. Es wird wahrscheinlich keine einzelne Organisation mehr geben, die das machen könnte in der Zukunft. Und die Community, so wie ich es verstanden habe, ist dann zu einem sehr großen Teil wahrscheinlich zu euch gewandert. Und Sugar CRM ist jetzt wirklich einfach ein kommerzielles Produkt, wie die anderen auch. In dem Sinn. Wir gewinnen einige Kunden, die von Sugar zu uns wechseln. Okay. Super, herzlichen Dank. Das waren quasi die Nominationen und jetzt können wir noch in den letzten 10 Minuten zu den Preisen. Vielleicht noch kurz ein Wort zu den Sponsoren. Ich möchte denen nämlich noch einmal danken. Die machen es möglich, dass ihr hier heute den Tag ohne Kosten genießen konntet. Das wurde ermöglicht durch die Adfini Sci Group, glaube ich, betont sich das, IBM, Leap, Nine, Puzzle, Red Hat und Zuse. Und ich werde jetzt für die Awards unterstützt von Sandra Pfiffner von Nein. Sie wird die Awards überreichen. Ich bitte die, die den Award gewinnen, jeweils nach vorne zu kommen, dass wir ein Foto machen können. Und dann
haben wir es dann auch schon geschafft und können ins Apero übergeben, wo ihr sicher noch mit den Gewinnern und den Teilnehmern weiter diskutieren könnt. Okay? Genau. Übrigens, bevor jetzt alle abhauen, eines habe ich noch. Die Jury ist noch etwas unterdotiert. Wir würden uns freuen, wenn interessierte Leute noch sich vorstellen könnten, an der Jury teilzunehmen. Der Aufwand ist extrem minimal. Es gibt im Normalfall ein Meeting pro Jahr, wo wir bei einem Nachtessen die Bewerbungen anschauen und dann quasi die Gewinner wählen. Vorher passiert online nur die Shortlist-Selektion. Also es ist extrem Low-Zeitaufwand. Wenn da jemand Lust hat, das nächste Jahr mitzumachen, bitte kommt auf mich, Matthias oder sonst wer von CH Open zu. Wir würden uns freuen, wenn wir noch etwas breiter abgedeckt wären, auch im Interesse der Diversität in den Entscheiden. Gut, also, jetzt brauche ich meine Spickzettel, dass ich das nicht vergebe. Genau. Ich glaube, das kann niemand lesen, bis ich es gesagt habe. Also, ich möchte anfangen mit den zwei Champions in Open Source Awards, die wir, wie gesagt, das letzte Mal vor 2 Jahren vergeben haben. Wir haben dieses Jahr nach wirklich langer Diskussion keinen Konsens gehabt, wer das jetzt gewinnt, und sind dann bei zwei verblieben. Deshalb gibt es diesen Award dieses Mal zweimal, weil es war einfach nicht möglich. Jedes Mal, wenn ein Argument für das eine kam, kam wieder ein Argument für die andere Person. Und der erste Award geht an Florian Bruin. Foto, Foto, Foto. Genau. Vielen Dank und vielleicht noch einmal ein paar Worte von der Jury. Wie gesagt, uns ist wirklich wichtig, dass wir sehen, es ist mehr als einfach ein Projekt, das man mal auf GitHub stellt, und es ist Open Source. Der Community-Aspekt ist im klassischen Open Source-Bereich sehr, sehr wichtig. Er zeigt dann eben, ob ein Projekt eine Chance hat zu überleben. Ich habe gerade vorgestern gesehen, dass irgendein Projekt, wo man die Fernsehlisten von verschiedenen öffentlich-rechtlichen oder auch privaten Kanälen anschauen kann, das wird jetzt eingestellt, weil der Hauptentwickler einfach, er hat genug, er hat das jetzt ganz lange gemacht und er hat quasi gesagt, ihr dürft das gerne übernehmen. Aber ob es dann passiert, das hängt immer sehr stark davon ab, ob die Person es geschafft hat, eine Community zu bilden. Und wir waren bei dir, Florian, sehr beeindruckt, wie du in von nun aus gesehen sehr kurze Zeit geschafft hast, eine wirklich aktive, auch wenn das eine Nische ist, du hast eine sehr aktive Contributor-Gemeinde, die das Ding sehr lobt. Und übrigens, wenn ich mich nicht täusche, hast du die Eingabe gemacht oder wurde sie gemacht? Nein, sie wurde gemacht. Ah, okay, eben, das ist auch ein schönes Beispiel. Also, da hat jemand, der mit dem Ding arbeitet, hat die Eingabe gemacht. Das ist absolut Teil des Konzepts bei den CH Open Source Awards, weil er gesagt hat, das ist ein klasse Teil und der Typ ist einfach verrückt. Schau mal dessen Timeline an, der committet permanent. Aber eben, er ist nicht alleine, also Gratulation. Genau, und Number Two, ah ja genau, du kriegst noch dieses schöne Grab dafür. Der zweite, auch ebenfalls Champion in Open Source Award, geht an René Moser. Auch bei dir, René, da war das Feedback von der Jury wirklich eben, du hast es geschafft, etwas, was du für dich gemacht hast, eben upstream zu kriegen. Das ist sehr, sehr wichtig fürs Überleben von so Dingen. Ich habe schon zu oft irgendwelche Module gesucht für irgendwelche Software, die das letzte Mal vor 4 Jahren updated wurden und mit dem neuen Release garantiert nicht mehr funktionieren. Du hast dort sehr viel Zeit investiert, private Zeit wahrscheinlich zu einem sehr großen Teil, und jetzt ist es in Ansible drin und wird damit sicher auch länger überleben, denke ich. Hoffe ich, ja. Super. Danke. Vielen Dank. Gut, das war der erste Zettel. Jetzt bin ich nicht sicher, was ich hingestellt habe. Genau.
Also, wir kommen zum quasi klassischen Open Source Award, sprich das, was Sie bis jetzt eigentlich immer vergeben haben. Das war auch eine lange Diskussion in der Jury. Wir haben lange diskutiert, was es sein könnte oder sollte. Und wir haben uns am Schluss für ein Projekt entschieden, dessen Kategorie wahrscheinlich in den letzten Jahren etwas zu kurz kam und auch diverse Male kritisiert wurde, dass wir sowas nie prämiert haben. Und dieser klassische Open Source Award geht an SweetCRM. Du hast eigentlich sehr schön vorhin erwähnt, warum. Der Enterprise-Markt ist wirklich ein Markt, wo wir noch Silos haben von Software, die eben proprietär ist. Ich denke, was haben Kunden im Einsatz? SAP, Microsoft-Produkte, was ist so in der Welt noch? Salesforce natürlich, genau. Genau. Und es ist wichtig, dass auch diese Domänen quasi aufgebrochen werden, dass man dort zeigen kann, dass man auf Open-Source-Software aufbauend solche Produkte ersetzen kann. Und SweetCRM hat eine sehr aktive Gemeinde. Wir haben ziemlich viel Zeit auf eurem GitHub verbracht. Wir haben geschaut, wie ihr das präsentiert. Es ist immer auch wichtig, dass es einen professionellen Eindruck macht, speziell im Enterprise-Bereich. Und das kam bei euch wirklich rüber. Gegenüber den Mitbewerbern hattet ihr den klaren Vorteil, dass ihr echt eine vorzeigbare Community habt, eine große Community habt, sowohl von Usern wie von Contributern. Vielen Dank. Ja. Ja, danke schön. Okay. Wäre eventuell auch ein interessanter Vortrag für ein weiteres Jahr. Gut, dann kommen wir zu der Open Data Geschichte. Und ja, den muss ich jetzt etwas länger erklären. Also wir hatten hier im Prinzip drei Eingaben, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich Open Data Swiss, Data SBBCH und die gratis Veloverleih-App von Engineerit. Und das war die zweite sehr, sehr lange Diskussion an diesem Abend und ihr könnt es euch schon denken, es hat wieder in einem Putt geändert. Und zwar geht der Preis gemeinsam an opendata.swiss vom Bundesarchiv und an data.sbb.ch. Ihr müsst euch auch nicht prügeln, wir haben zweimal einen machen lassen. Vielleicht könnt ihr noch schnell ein gemeinsames Bild machen. Warum haben wir jetzt zwei Plattformen prämiert? Open Data, und ich sage jetzt das nicht ganz unvoreingenommen, weil ich sowohl mit Jean-Luc wie mit der SBB selber in dem Bereich unterwegs bin. Es ist nicht einfach in der Schweiz momentan mit Open Data loszugehen als Behörde. Es gibt intern immer noch sehr viele Vorbehalte, ob das eine gute Idee ist. Es gibt Ängste bei Leuten, die Daten maintainen, sowohl bei SBB wie beim Bund, also wie beim Bund als Ganzes, denke ich, auch bei den Kantonen. Und wir denken, dass diese beiden Projekte sehr, sehr wichtig sind und dass es auch wirklich wichtig ist, dass diese Projekte langfristig überleben können. Wir haben jetzt bei beiden eine Initialzündung mal gesehen und wir hoffen, dass auch die Führung, das Parlament übrigens auch, dass sie das ernst nehmen, dass sie bereit sind, in der Zukunft Gelder zu investieren, dass diese Plattformen weiter leben können, dass sie weiter aktuelle Daten bekommen und dass dann Applikationen entstehen, wie das von Engineerit, die diese Daten anwenden können. Und wahrscheinlich wird das auch das letzte Mal sein, dass eine Plattform diesen Award kriegt. Wir hoffen wirklich, dass wir ab den nächsten Jahren Anwendungen, die eben auf diesen Daten aufbauen, prämieren können, die zeigen, dass man wirklich mit diesen Daten einen Mehrwert generieren kann. Das war die Überlegung der Jury und das Parlament hat zum Beispiel schon einige Dinge gestrichen. Ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat. SwissTopo sollte eigentlich die Daten öffnen, sehr, sehr viele Daten, die heute nicht offen sind. Und das Parlament hat dann als Sparmaßnahme das gestrichen und gesagt, nein, nicht SwissTopo, Meteoswiss wollte ich sagen, genau.
Meteo Schweiz, die wollten eigentlich mehr oder weniger alles, was sie heute auch verkaufen, zugänglich machen, war entschieden und dann hat das Parlament beim Sparprogramm das dann gestrichen und jetzt muss Meteo Schweiz weiterhin Geld verlangen, obschon sie das eigentlich selber nicht möchten. Und deshalb ist es wichtig, dass solche Plattformen, solche Projekte nicht vergessen werden. Man kann sie nicht nur hinstellen, wenn man sie wirklich brauchen will, dann braucht es auch aktuelle Daten und neue Daten, die heute noch nicht drin sind. Gut. Und der letzte Award, da musste ich an Open Source Awards denken von ein paar Jahren. Ist Hans noch da? Hans Gassert ist nicht mehr hier. Ich mag mich erinnern, er hat mal die Awards verliehen und er hat quasi fast keine Vertreter gehabt, die die Awards entgegennehmen konnten. Und deshalb hat er sich selbst dann in schizophrener Folge die Awards verliehen. Ich glaube, das Video ist irgendwo noch auf YouTube. Am Anfang war es lustig, nach dem fünften wurde es etwas mühsam. Genau, also ich sehe schon, ihr könnt es euch denken, den letzten Award geht an die Post für ihre MariaDB-Migration. Kurzer Applaus für die Post. Und hier war eigentlich klar, wir wollten diesen Open Source in der Anwendung Award wirklich Dingen verleihen, wo es heute teilweise sehr, sehr schwer ist, gewisse Dinge loszuwerden. Die Post hat mit diesem Projekt gezeigt, dass man von Oracle wegkommen kann, dass man wirklich auch viele Installationen wegmigrieren kann. Und wir hoffen natürlich, dass solche Beispiele auch weiterhin in der ganz privaten oder halbprivaten Wirtschaft in der Schweiz passieren werden, dass wir in den nächsten Jahren weitere schöne Beispiele sehen, wo ein kommerzielles Produkt durch offene Software abgelöst wird. Wir werden dann schauen, Matthias, du hast die Kontakte zur Post, oder? Dann kannst du den dann noch übergeben. Ich hoffe, Sie haben dann einen besseren Tag das nächste Mal und schließen nicht Poststellen. Genau, das war's. Dann ist 5 Uhr und ich würde sagen, lasst uns zum Apero gehen.